Willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, der eigentlich letztverbleibende Char hier, der Alex, oder mit dem Alex-Account bin ich noch in der True Warriors-Familie. Alle anderen Charaktere habe ich hier rausgenommen. Das heißt also, Avatar ist aus CW2 raus, Donnerbengel ist aus CW2 raus, Thorsten ist aus CW1 raus. Barfuß ist im Moment tatsächlich noch in TW2, aber eigentlich hängt er da nur ab, denn ich mache mit dem Account zurzeit gar nichts. Und der Einzige, der eigentlich noch bei TW spielt, ist der Alex-Account hier. Und siehe da, kaum ist der Toto weg, klappt es hier im Clan mit den CKs. Das liegt aber daran, dass hier ein bisschen umgestellt wurde, denn hier wurden nur noch, ich überspitze das, also seht's mir mal nach, nur noch ausgewählte Mitglieder mitgenommen, damit man hier ein einigermaßen Ranking hinbekommt. Und deswegen hat man hier zweimal hintereinander gewonnen. Jetzt haben wir wieder einen normalen CK und jetzt ist wieder der Gegner ganz, ganz komisch. Teilweise kann ich es verstehen, teilweise kann ich es nicht verstehen. Ich gehe einfach mal ganz munter in den CK einfach mal rein. Und denn jetzt nur noch Spieler auszusuchen, damit man die Clankriege gewinnt, ist natürlich doof für die, die dann grün sind und nicht mehr mitgenommen werden. Beziehungsweise man tauscht dann natürlich durch. Ist der eine im CKA dabei, ist er im B nicht dabei und andersrum. Und deswegen, das stieß mir ja auch so ein bisschen auf, muss ich sagen. Und ich wundere mich allerdings so ein bisschen, dass kaum jemand anders was dazu gesagt hat, liegt vermutlich daran, dass hier über die Hälfte rot ist im Moment und gar nichts dazu sagen will. Und deswegen hat man hier zwei 15er CKs gespielt. Ich war jetzt noch mit in diesem CK auch mit drin und hat es tatsächlich eilig. Da hat der ein oder andere das schon richtig gesehen. Toto macht seine Angriffe ganz, ganz schnell, weil er es ganz, ganz eilig hat, hier rauszukommen. Stimmt, aber ich bin jetzt im nächsten CK auch wieder mit dabei, damit wenigstens noch ein 20er jetzt zustande kam. Denn auch hier waren wieder nur 19 Grüne dabei. Und als der CK eigentlich schon auf 15 lief, hat sich dann doch noch jemand gemeldet und mit mir waren es dann halt 20, sodass jetzt auch noch 3 oder 4 andere mitgehen konnten, die grün waren. Und deswegen bleibe ich auch erstmal hier. Der Unkreativ hier hat einfach mal einen Trank genutzt hier, um seine Truppen schon mal so ein bisschen zu peppeln. Das heißt also, der hat natürlich noch keine Hexen auf 2 und noch kein Golem auf 4, denn er hat einfach mal einen Trank genommen für die Base hier. Und ihr seht das hier, 15 auf 15, das war auch jetzt im direkten Gegensatz nicht gerade einfach, aber Hexen sind einfach in dem Bereich nach wie vor OP. So, dann gucken wir gleich mal ein bisschen weiter. Hier in den CK hinein. Ja, also nehmt mir das nicht übel. Ich brauchte einfach mal, denke ich mal, das habe ich mir ja, ich bin ja nicht erst jetzt dieses Jahr hier rausgegangen, sondern schon im letzten Jahr hier rausgegangen. Das habe ich mir einfach mal überlegt. Ich muss einfach mal ein bisschen Luftveränderung haben. Nicht, weil die Luft hier dünn ist oder stinkt, sondern na, im Moment, es gefällt mir das Spielprinzip nicht. Also zumindest hier, was die Clankriege angeht, und ich muss einfach mal meinen Horizont, ja, vielleicht auch ein bisschen erweitern, weiß ich nicht. Jetzt mit dem Elver mache ich eben mein Warden erstmal weiter, und wo der dann letztendlich abhängt, ist ja eigentlich egal. Die anderen beiden, Donnerbengel und Avatar, sind gut untergekommen in ganz netten Clans, spielen da auch Clankriege, so gut es eben geht, so will ich das mal sagen, denn im Moment, ihr merkt das auch an der Veröffentlichung dieses Videos, ich habe im Moment sehr wenig Zeit, hier was auf die Beine zu stellen, denn ich habe fürchterlich viel auf der Arbeit zurzeit zu tun. Ich bin im Moment in meiner Unit alleine und da ist zwar die erste Woche noch ein bisschen ruhiger, allerdings gibt es natürlich doch was zu tun, und wenn ich dann 2, 3 Probleme reinbekomme und bin noch dabei, Problem 4 gerade zu bearbeiten, dann ist das natürlich schon so ein bisschen schwierig. Dann muss ich mich schon ein bisschen teilen, beziehungsweise mir den ganzen Tag ein bisschen koordinieren. Teilweise habe ich vor allen Dingen im gestrigen Abend noch ein bisschen weiter gearbeitet, weil ich halt so ein paar Sachen vorarbeiten wollte. Und so sieht das stundenmäßig im Moment bei mir aus. Deswegen komme ich eigentlich gar nicht so wirklich dazu,
mal was Anständiges hier abzudrehen. CK geht eigentlich immer, gar keine Frage. Farm und so weiter blieb auch so ein bisschen auf der Strecke. Also ich habe auch den Gem Boost nicht so wirklich genutzt, aber ich habe letztendlich zumindest mit dem Thorsten wieder zwei CKs gespielt. Habt da zumindest einen, habt ihr ja gesehen. Den Nachfolge-CK haben wir auch gewonnen. Starkes Ding. Und hier war es aber auch, na, ich will nicht sagen deutlich, aber es waren schon starke Kämpfe hier mit dabei. Und na, scheinbar ging das zumindest in diesen beiden CKs hier auf, dass man hier nur gesagt hat, na, okay, wir nehmen jetzt mal nicht 11 Elfer mit, sondern wir nehmen mal nur 3 Elfer mit von oben. Nehmen so ein paar Zehner mit dabei, ein paar Neuner mit dabei. Und bestreiten hier die Clankriege. Also ist das an der Stelle, ja, es ist natürlich in Ordnung. Und ich konnte, ja, wir konnten selber als Neuner hier nicht wirklich viel beitragen. Denn unten, ich glaube, das war der einzige Neuner, oder ich weiß gar nicht, vielleicht waren es auch zwei Neuner, waren schon sehr, sehr stark. Aber ich habe trotzdem hier natürlich ganz brav meine Angriffe gemacht. Und oh, ich denke mal, habe eigentlich auch für mich oder für meine Verhältnisse hier mit dem Rathaus 9 ganz gut was geholt. Für ein Rathaus 10 reicht es dann nicht immer, also zumindest wenn die Bases so sind wie diese hier. Das ist ja eigentlich, das ist eine Farmbase, eine modifizierte RH9-10 Farmbase, die der Ice hier macht. Und hier noch über die Level 2 Multi-Infernos ist das natürlich gar kein Ding mit so einer Truppe hier. Da kann man auch, ja, letztendlich im Moment wähle ich mit Avatar, wenn ich Single Infernos habe oder überhaupt gegen Infernos kämpfen muss, muss ich ganz ehrlich sagen, nehme ich Bowler Only und lasse die Hexen weg, auch wenn sie natürlich nicht schlecht sind, hier leben ja noch reichlich Hexen, aber auch mit Bowler Only bzw. Bowler Heiler kann man ganz gut was machen und hat er hier aber auch gut gelöst. Ich meine, die kriegen hier jetzt überhaupt keinen Beschuss mehr. Es ist ja gar nichts da. Nur noch hier unten in dem Drittel. Und es sind noch reichlich Hexen am Start. Also komplett hier mal ohne Heiler gemacht. Kein Ding. Und auch hier sehen wir so ein bisschen die kleine Clan-Veränderung. Iceman hat auch schon 32er Queen jetzt. Und auch einige, die bei uns 9-5 gespielt haben, sind jetzt auf dem Weg, doch 10 zu werden. Also sie bauen ihre Infernos, dritten X-Bogen. Und was noch als Rathaus 10 letztendlich dazu kommt. Den Weg sind hier jetzt doch einige gegangen, weil ja, entweder hast du reichlich engineert in einer Truppe. Das heißt also, wenn du, ich nenne einfach mal ein Beispiel, wenn du 10 Elver hast, davon sind die Hälfte Engies und im gegnerischen Clan sind auch so ein paar Engies, dann kannst du bestehen, sage ich mal, aber wenn du dann nur ein oder zwei dabei hast, der Rest ist richtig, 11 und der Gegner hat nur starke Elfer, dann hast du natürlich schon immer ein kleines Problem. Letztendlich ist es auch immer so ein Kartengemische, wie man sich die Kämpfe hier aufteilt. Und von daher hat die Tesh hier als Rathaus 11, aber die ist ja so auf meiner Höhe. Mit der Def ist ein bisschen weiter, mit den Helden ein bisschen hinter mir. Sich für den 10er hier entschieden und ich denke mal, Queen Walk, ich weiß gar nicht, ob es ihre Sache so ist, aber macht sie nicht sehr häufig. Also ja, ich bin da auch ein bisschen in Erfindung. Habe, glaube ich, im letzten CK auch mit meinem Account doch einen Queen Walk habe ich, glaube ich, gemacht mit dem EA10er. Aber die anderen haben teilweise Classic-Angriffe gemacht, also Classic Go Hawk oder auch Bowler Only. Und deswegen bin ich da gar nicht mehr so firm mit, was so ein Queen Walk angeht. Aber die geht hier erstmal gut durch die Base durch. Schön die Queen immer in Rage, beziehungsweise die Heiler eigentlich in Wut. Und kommt hier eigentlich, glaube ich, jetzt gut in die Base rein. Und zumindest hat sie es versucht. Mal sehen, die Queen müsste eigentlich jetzt gleich zurückgehen. Denn der Sammler ist weiter entfernt als der Bohrer jetzt von ihr ausgesehen. Und ja, sie geht jetzt auch schon so ein kleines Stück zurück, weil die Clanburg-Truppen sie natürlich auch dahin lotsen. Und geht sie noch mit in die Base? Nein, sie bleibt noch da am Rand. Ja, müsste jetzt aber gleich eigentlich mit reingehen. Nein, macht sie immer noch nicht. Okay, Clanburg ist aber weg. Und dann geht das hier mit vollem Getöse durch den Chor der Base hier durch. Also richtig schönes Ding eigentlich.
Jetzt müsste man die Truppen zählen, wie viel das sind, aber hier ist ja richtig was los in der Mitte. Schön die Sprung gesetzt, die können jetzt also auch hier hinten noch weiter durch die Felder hüppeln. Die Bowler, die Hexen, die Skelette und Warden auch im Nacken. Der ist jetzt nicht mehr zündbar, ist schon gezündet, aber alles ist eigentlich noch sauber in der Aura des Wardens und hat halt dementsprechend mehr Heal-Punkte oder also Trefferpunkte prozentual. Und so denke ich mal, ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, dass die Queen außen rumgegangen ist, denn die klärt hier richtig schön alles nach außen. Das drängt die Truppen dann natürlich nicht raus, um da mal ein Gebäude zu machen oder so, weil hier außen eine mitläuft, die hier Stück für Stück hier alles wegräumt, gar keinen Beschuss kriegt und die macht dann ja schon als Level 41 Queen richtig starken Schaden, sodass das hier, glaube ich, auf diesen Zehner ein schöner Dreier war und sicherlich hat es auch zum Sieg beigetragen. So, ich hatte mir aber noch den einen oder anderen ausgeschaut hier. Das ist der Norman. Auch von dem haben wir ja schon schöne Dreier gesehen in der Zukunft, in der Vergangenheit. Naja, ich hoffe in der Zukunft natürlich auch. Aber trotzdem immer noch mit gleicher Truppe hier. Also wirklich, Norm baut hier seit Monaten fast exakt die gleiche Truppe. Ab und zu tauscht schon mal die Valkyren gegen Hexenbowler only. Aber ja, vielleicht kann man solche Bases auch mal anders angehen. Letztendlich zählt natürlich der Erfolg, also die drei Sterne RH11 auf RH11 hier. Und er kommt hier auch absolut, obwohl das ist ein 10 halber, hier hat kein Adler. Und die Helden sind auch noch nicht ganz so stark. Und eine etwas, ich hätte mal fast so gesagt, veralterte Ringbase. Die man natürlich dann doch so knacken kann. Bowler, Hexen, schön gefunnelt hier mit Queen und Warden erstmal. Und fürs Finish letztendlich die... Fürs Finish die Valkyren, die jetzt, oh, die sind jetzt schon auf Max-Level. Ich glaube, im letzten Angriff, den ich von Norm gezeigt habe, da waren die noch nicht ganz Max-Level. Und mal sehen, manchmal ist es ja auch so, dass schon einige Truppen, so wie hier jetzt, schon hier Richtung Mitte eigentlich gehen wollen. Das ist natürlich super. Dann kannst du die Valkyren eigentlich mit reinspammen hier in das ganze Getümmel, macht er auch. Und dann sorgen die hier noch richtig für Tumult in der Base, also in der Base-Mitte. Jetzt erst den Warden gezündet und ist natürlich auch super, dass hier noch so viele Truppen jetzt in der Mitte sind für den Single Inferno. Ja, also ganz, ganz viele Bases stehen hier mittlerweile auf Single Inferno. Meine steht ja auch auf Single Inferno und dementsprechend kommst du natürlich mit Masttruppen hier, also mit Hexenbowler, super hier durch so eine Base durch. Okay, jetzt der Chor wurde ja jetzt mit Valkyren gemacht, das ist aber nicht so schlimm. Die sorgen halt noch mal richtig für die DPS dann in der Mitte. Auch wenn der Fokus vom den Inferno relativ schnell dann auf den Valkyren ja waren, aber die haben hier letztendlich die Mitte mitgerockt und das ist ja letztendlich das Ausschlaggebende, dass es dann am Ende ein schöner Dreier war, hier 2 auf 5, das war also auch gar nicht mal so niedrig hier. War ein 11er oder ein 10 halber, also ein Rathaus 11 ohne Adler-Dev. Und wir haben hier oben, ich hatte mir eigentlich noch einen rausgeguckt, ja, ich glaube vom DJ, vom Rudi, hier 1 auf 1. Auch das musste natürlich gemacht werden gegen Erwin Rommel vom Clan Alba the Brave. Also schlecht waren beide Clans nicht, gegen die jetzt hier gewonnen wurden. Die waren beide relativ gut, haben aber etwas mehr verballert als wir. Und dementsprechend war das hier taktisch eigentlich gut gelöst. Auch wer macht hier welche Base. Ich habe jetzt zwar schon so ein bisschen andere Absprachen mal kennengelernt über die Weihnachtsfeiertage beziehungsweise über das laufende Jahr, über den Jahreswechsel. Denn wo ich im Moment ja mit Thorsten bin im Clan Bad Taste, dort muss ich einfach mal sagen, werden ganz andere Absprachen getroffen und auch die Planung von Bases, wer macht was wie, läuft da etwas anders. Letztendlich ist es eigentlich, was zu den drei Sternen führt, ist eigentlich egal, aber ich habe jetzt doch gemerkt, mit ein bisschen mehr Planung kommt man dem Ziel entscheidend näher. Und dann ist es nicht einfach so gemacht, ich mach mal die und Punkt, ja, sondern wir gucken dann schon tatsächlich alle drauf. Also es gibt dort nicht jetzt wirklich so eine Art Führungsteam, so nach dem Motto, das sind hier die Matchmaker, sondern es arbeiten dort alle mit.
und so wird Stück für Stück werden dort die Gegner, ich hätte fast gesagt, auseinandergenommen und so, dass man am Ende noch komfortabel richtig viele Elfer-Angriffe hat, obwohl man schon gewonnen hat. Und das ist natürlich wirklich, wirklich krass, aber schön gemacht hier, denke ich mal, vom Rudi. Die Base hier auch so eine Halbring-Base, also zwar mit so ein paar verschachtelten Feldern hier, aber letztendlich hatte auch er hier die Walküren mit im Schlepp und schön auch die Mitte hier entkernt. Es lebt immer noch der Babydrache. Okay, jetzt ist er weg. Jetzt hat er sich aber auch den letzten Heiler hier genommen und ich denke mal, auch die beiden Sterne hier oben waren stark und ausschlaggebend, also stabil hier oben auch im Elfer-Bereich. Schön gemacht hier und letztendlich schöne zwei Siege. Wir wollen mal gucken, wie jetzt der dritte wird und ich weiß auch noch nicht, ob ich dann mit dem Alex noch hier bleibe. Denn eigentlich soll er auch raus aus der TW-Familie. Ich bin mir da noch nicht ganz im Reinen, aber die anderen sind erstmal raus, da habe ich ein bisschen Luft mit. Und denn mit dem Alex mache ich ja auch nicht wirklich viel, da lebe ich eigentlich hier vom Bonus. Tagsüber mache ich hier so gut wie keine Angriffe, farme nur so ein bisschen, beziehungsweise keine Angriffe, spende nur so ein bisschen. Und mal sehen, wie es hier mit dem Account weitergeht. Mal sehen, wie es mit meinen anderen Accounts weitergeht. Ihr werdet das sicherlich im Laufe der Monate, Wochen feststellen, rauskriegen. Keine Ahnung, ob ich hier die TWs für immer verlasse und dann auch mal nur noch als Gast hier irgendwann mal auftauche oder ob ich hier jetzt doch mit den beiden Chars in TW1 und TW2 erstmal bleibe und die anderen machen erstmal ihr Ding, denn mein Elfer will ich natürlich ein bisschen mehr bespielen. Der Zehner muss auch ein bisschen nachkommen und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto Clash.